und bitte nicht schießen. Aber wir kommen zurück zu Cardlife. Warte mal ganz kurz, ich will mal ein Foto von dir machen. Du siehst mich, ich finde das... Nee, du musst dich mal auf den Rasen stellen, weil du bist so holzig, als siehst du aus. Jetzt pass auf, warte. Stell dich mal hier hin, damit ich im Hintergrund keine irgendwelche Sachen habe. Ich finde das, du siehst voll gut aus. Ja, mit der Kupferrüstung jetzt? Ja, aber Kupfer sieht ja auch aus wie Holz irgendwie. Nur so, also ja, zwar so ein bisschen, das stimmt. Keine Maserung, aber du hast ja trotzdem eben diese gleiche Farbe. Was habe ich eigentlich? Habe ich so ein bisschen Teil, ne? Teils. Du hast Kupferrüstung, Beinestein, Händestein. Ja. Und mein Genickbruch. Ich krieg meinen Kopf nicht mehr gerade gedreht. Voll lustig. Bei mir sieht das richtig rum aus. Bei mir gucke ich immer nach links. Ich kann nicht mehr, dreht nicht mehr gerade. Kommt okay. Vom Goldrausch bestimmt von gestern. Ich wollte gerade sagen, hast du den Kopf verdreht? Ich Gold. Ja, das ist im wahrsten Sinne des Wortes. Das hat mir den Kopf verdreht. Ich will jetzt mein Gold mal einschmelzen. Da bin ich total heiß drauf. Ja, mach doch das mal. Ich gehe erstmal ein paar Tiere töten. Ich habe nicht keine Lust, heute schon wieder so viel zu verhungern wie letztes Mal. Übrigens, du wolltest ja wissen, das Rauschen ist übrigens immer noch da. Es hört sich irgendwie so an, ob so ein kleiner Staubsauger hinter dir bei dir läuft. Aber ich weiß nicht, was man in der Aufnahme wirklich so laut hört. Du hast da manchmal irgendwie ein paar Problemchen, ich weiß es nicht. Ja, irgendwas ist hier störungsmäßig. Aber ich glaube, das kommt bei mir irgendwie aus der Leitung. Also irgendwie über den Strom. Keine Ahnung. Wird schon gehen. Übrigens, ich habe ja genug Gold gesammelt, dass ich das, glaube ich, mit euch teilen kann. Ja, das, Ich hatte ja so eine Mega-Ader. Ich habe wirklich noch nicht mal so eine Kupferader, so eine große Kupferader gefunden, wie ich eine Goldader gefunden habe. Die war so brutal groß. Du bist auch einfach nur. Und das geht weiter. Und es geht immer noch weiter. Ja, unglaublich. Du musst das wirklich mal in der Aufnahme sehen. Ich habe da oben gebaut und geredet und getan. Du hast da gebuddelt und gebuddelt und gebuddelt. Hm. Und ich habe da. Die Ader verfolgt. Und die Ader verfolgt. Ja, aber das war ein mega Teil. Zum Glück. Und dann die nächsten, die ich gefunden habe, da war ja wirklich nicht mehr viel. Nein. Musst du haben. Omri, die Rehs. Die Rehe haust ja mit zwei Schlägen eigentlich um, ne? Ja, aber man muss sich ja nicht mit den Boxen, wenn man sie abschießen kann, ne? Zumindest ist das die Idee gewesen. Und. Oh. Keine Bolzen mehr. Ich kann dir meine geben. Ach, ich glaube, ich habe genug Steine noch im Inventar, um Bolzen zu bauen. Ich wollte kurz sagen, brauchst du aber den normalen Stein. Stein, den hellgrau. Das begrenzende Material wäre gerade Fasern und davon habe ich 13 Stück. Also kann ich dir auch geben, ich habe davon über 100 in der Tasche. Nee, alles gut. Ich glaube, mehr als 50 Beile braucht man nicht machen. Aber zum Glück ist das Spiel so fair und sagt, einmal herstellen ist, glaube ich, 20, ne? Sind 20 oder 15? 10. 10. Aber es ist echt gut, weil dann hast du wenigstens direkt so einen Batzen. Ich hoffe, du musst wie bei Ark immer einzeln machen. Oh, nee. So ein Stack direkt, das ist immer besser. Nee, kommst du von der Zeit? Ich hab dich doch getroffen. Dupp. Na toll, meine Sichel ist gerade kaputt gegangen. Boah, Holz. Ja, das kommt dann auch gleich. Ich habe nämlich auch noch ganz viel Kupfer zum Einschmelzen. Ja, dann müsstest du dein Holz wohl selber mitbringen. Ja, das ist der Plan. Genau, weil gestern habe ich zwar einen Teil von dir bekommen, einen Teil vom Chor und den Rest habe ich von mir genommen und deswegen muss ich mir gerade mal selber mein Holz wieder suchen. Ja. Ich muss Holz jagen. Wir müssen, glaube ich, einfach die Ressourcen wieder auffrischen nach der Aktion. Ich nehme ja immer ein bisschen Holz und Harz mit und auch ein bisschen Fiber, also Fasern, weil unten kriegst du es eben nicht. Ja. Das fand ich bei Minecraft immer... Oh, jetzt geht die auch noch kaputt. Das fand ich bei Minecraft immer so toll, dass, dass du unten irgendwo mal irgendwelche Höhlen, so eine Lore gefunden hast und Schienen. Und die Schienen konntest du abarbeiten, dann kriegst du dann Holz. Das war dann immer so ein bisschen der Lebensretter. Ja, okay, das hilft. Dann hat man zumindest eine Fackel wieder. Wer hat sich hier ein Dixie-Klo gebaut? Keine Ahnung.
Aber falls du den Höhleneingang meinst, den hat Stone noch mit einem Häuschen versehen. Ach, das ist der Höhleneingang. Wo ist denn der Eingang hier? Ach, da ist noch eine Tür. Ach, shit, stimmt. Einfach so, dass man den gut wiederfinden kann. Ja, den findet man wieder. Ich finde, es sieht aber alles ganz gut aus. Auch der Chor hat das ganz nett gebaut. Mhm. Und das passt irgendwie auch alles zusammen. Hast du beim Chor mal die Tür auf und zu gemacht? Ja, die hört sich heftig an, ne? Die kam mir beim zweitletzten Patch raus. Ich zeig's mal kurz. Ja. Alter Schwede, wer wohnt denn hier? Ah, Chor hat mir geantwortet. Es ist jetzt aktiv, scheint es. Okay, wir sind schon da. Er startet gerade Card Live. Chor, da ist er. Und willkommen bei Card Live. Mahlzeit. Selber Hallo Mahlzeit. Wir sind schon übrigens in der Aufnahme und haben auf dich gewartet. Mittendrin statt nur dabei. Mittendrin. Genau. Wieso, was habt ihr denn heute vor? Ich will mein Gold einschmelzen. Erstmal Ressourcen wieder auffüllen. Wir haben ja nichts mehr. Holz, ich brauche Holz, ich brauche Holz, 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 Holz. Mhm. Das haben wir auch gerade. Also wir sind ja auch gerade zum Holzjagen. Holz und Essen und alles das, was wir letztes Mal verbraucht haben. So, haltet euch fest, Leute. Haltet euch fest. Ich darf jetzt 42 Goldbarren einschmelzen. Und wie viel brauchst du eigentlich für so einen Bohrer? Nee, sind gar nicht 42. Wieso nicht 42? Ist das nicht immer die Hälfte? Oh, nee. Oh Gott. Ich würde verstehen, wie das Verhältnis ist. Alter, nee, das sind drei. Drei Barren pro, also drei Roh pro ein Barren. Ich krieg 19 raus. Nein. Autsch. Ich wollte gerade sagen, ich wollte eigentlich mit euch teilen. Mein Schatz. Ich mach die Tür zu und schließ die jetzt ab hier. Hätte eine Probe auf Gold hier. Online. Verloren. Tür zu. Hä? Jetzt geht's doch? Ach okay, es geht doch. Nee, es war doch richtig, 42, weil der hat einfach jetzt gerade nicht unterscheiden können zwischen dem Rotholz und dem anderen Holz. Und dann hat er einfach gesagt, nö, ich mache jetzt erstmal nur 19. Okay, mir fehlt sogar noch Holz jetzt zum Weiterschmelzen. Ich hätte bring gleich was mit. Aber ich mache jetzt den Bohrer. Ich mache die Quest jetzt endlich. Nach wie vielen Folgen? Nach 33 Folgen oder 34 Folgen schaffe ich es endlich, diese Quest zu schaffen. Goldbohrer. Goldrausch. Was brauche ich überhaupt dafür? Der mechanische Bohrer. Das wäre der mechanische Bohrer aus Gold. Ich brauche dafür Zahnrad, habe ich. Holz habe ich nicht mehr. Und Lederstreifen. Die kann ich auch noch besorgen. Ich gehe mal Holz jagen. Hier gibt es kein Holz mehr. Ich wollte gerade sagen, hier ist, irgendwie sind die Wälder hier weg. Alle Bäume ausgerottet. Es sieht so offen hier aus. Zum Glück wachsen die aber auch alle schnell nach, ne? Die Nachspawn-Zeiten sind, finde ich toll. Find ja. Ich gut. Muss man echt nichts einstellen. Dafür ist es halt eben teuer. Teuer? Mehr oder minder. Hm. Was ist denn wie viel teuer? Kriegst du aus so einem Baum? Was? Kriegst du aus so einem Baum raus? 16. Bei dem Kirsch kriegst du weniger raus als bei den Mammutbäumen zum Beispiel. Ja, ja, okay, ja. Das ist das Logo. Ja. Also aus so einem roten kommen 16. Mit der, aus einem Baum. Okay. Aber finde ich ja vollkommen. Mit der Holzachse sind es, glaube ich, 10. Ja. Ach so, das ändert sich auch noch? Ja, ein bisschen. Okay. Ist ja Logo eigentlich, ne? Mehr und schneller als abbauen. Da muss ich mir auch gleich mal. Boah, ich hab bald meinen Goldbohrer, Mann. Mein Goldbohrer! Ich geh dann die Mine ganz komplett aufreißen. So. Ich wollte gerade sagen, dann drehst du richtig ab. Der Bohrer dreht. Das wäre schade, das Haus. Die Tür muss ich nochmal neu machen. Kaputz. So, ich hatte doch. Ja, Material habe ich oben. Achso, was ich sagen wollte, ich finde es aber ganz gut, dass, klar, Mammutbaum macht eben Mammutressourcen, aber ich finde es ganz gut, dass
dieses besondere Holz, das wäre jetzt das Kirschholz, ein bisschen weniger ausspuckt. Und es gibt auch weniger Bäume davon. Finde ich ganz gut, weil das Holz ist ja schon was edler, sieht das aus. Da sollte man sich ein bisschen mehr Mühe geben. Ja, stimmt. Sollte auch so ein bisschen. Oh, mal kurz. Sollte so ein bisschen. Ein bisschen Veränderung in dem Spiel auch sein. Wenn das immer alles gleich wäre, wäre auch dann immer langweilig. Wollen dafür. Den Eindruck, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, je nach Holz, was man verwendet, um Holzwerkzeuge zu machen, haben wir eine etwas unterschiedliche Haltbarkeit. Aber das kann auch Einbildung sein. Das weiß ich nicht. Aber wäre auch Mammutholz ja eigentlich dann einer der besten. Wenn es kein ist ja keine Fichte oder sowas, wäre ja. Also, oh, Palme ist auch nicht gleich mal so unstabil. Nee, Palme kannst du vergessen. Palme kannst du total für die Pfeife rauchen. Dann würde ich lieber Kirschholz nehmen. Was ist das? Ich nehme Olivenbaumholz. Lederstreifen, ich glaube, die konnte ich noch nicht. Nee, die habe ich noch nicht hergestellt. Dann brauchst du so eine Lederaufspann-Geschichte. Wo bist du? Wo lädst du rum? Ich? Da. Suchst du mich? Das ist nicht Lex. Ach nee, das bist du. Ich bin hier hinten. Wenn du rauskommst aus dem Haus links. Seid nicht hüpfe gerade. Im Eichenwäldchen. Ach, er hackt da schon in ein Loch in sein Raumschiff. Was mach ich denn? Ach, da seid ihr rausgekommen. Da hat Stone gebastelt, oder was? Ja, da hat Stone dann ein kleines Häuschen oben drauf gebaut. Hat das Dixie-Klo gebaut. Und wenn du geradeaus wirklich runtergehst, kommst du wirklich zu den Jansen-bösen Tieren. Oh Gott, oh Gott. Aber wir sind echt noch gar nicht gut ausgerüstet für den Fight mit denen. Na gut, dafür kann man jetzt auch. Muss man farmen halt. Ja, also bessere Rüstung, ganz klar. Bam! Das ist gut, ne? Schmeiß die Tür zu. Ach stimmt, gut, dass du das sagst. Das Lederteil. Das brauche ich auch gerade. Leder? Mhm. Ja, yeah. Was machst du mit? Ach, du brauchst, grobe, ne? Ich brauche die groben Lederstreifen jetzt. Ja. Für den Bohrer. Brauchst du Wolfsfell? Das brauchst du alles immer schön behalten, weil das brauchst du für Verzauberungen. Grobes. Ja, aber du kannst auch tauschen, glaube ich. Kriegst da durch dein Leder rein. Schmeiß ich dir gleich mal hin. Raue Lederstreifen? Ich baue mal eins. Oh, das ist... Dass diese Crafting-Stationen so ein extra Feld haben. Das heißt, wenn man eine Ressource... Also wenn man das Inventar voll hat, kann man trotzdem noch eine Ressource komplett durcharbeiten. Mhm. Und es fällt nicht gleich auf den Boden. Raue Tierhaut? Und das andere war? Grobe Tierhaut. Ah, okay, ich muss das... Alles klar. Das ist schon wie was anderes. Hat ihr nochmal 8 Kirschholz? Kirschholz? Brauche 8 Kirschholz. Kann ich dir geben, ja. Guck mal unter mir. Schenke ich dir. Wo? Da, von meiner Kiste. Von der Kiste. Vor meiner Kiste stand, steht ein ganzer Sack. Von deiner Kiste. Hä, hab ich nur eine einzige? Oh Gott, wo kriege ich denn das her? Das ist aber nee, das ist doch rot. Hast du gefunden? Hier liegt sie vor mir. Nö. Ja. Da? Ja, da. Da ist nichts drin. Geht das schon wieder los? Hä? Ah, hier ist Blut hier verschwindet. Mal, jetzt aber hier so. Dex, ich habe hier mal Holz und Kupfererz hingeworfen. Magst du das mal bitte durchschmelzen? Ja, hat jemand rein zufällig von euch raue Tierhaut? Das ist ein bisschen dunkleres Braun. Ja, habe ich auch. Auf jeden Fall. Frage ist, wie viel?
Müsste ich mal kurz nachchecken. Ich weiß es gerade echt nicht. Was für ein Geschiebe hier die ganze Zeit. Das muss da hin, das muss hier hin. Hier haut. Da habe ich schon wieder eine Quest abgeschlossen. Achso, ich muss doch das hier vorne machen, ne? Nee, habe ich doch nicht. Mist. Die grobe Tierhaut habe ich reichlich. Oh, da kann ich mal jetzt nicht schmelzen wie ein Weltmeister, ne? Ja, das ist alles, was ich gestern aus der Mine rausgetragen habe und Holz dazu. Apropos Holz, brauchst du noch Kirschholzkorb? Kirschholz? Nee, hat sich gerade erledigt. Wundervoll. Dann behalte ich das. Ich glaube, 3 brauchen. Und. So, eigentlich müsste ich jetzt alles dafür haben. Ah ne, guck mal. Da. Okay, ich hab dein. Hast du mir gerade so viel Rotholz gegeben? Ja, ja, 130, 140 oder sowas habe ich da hingelegt. Okay, wo bist du? Oh, da. Einmal zurück. Hinter dir. Einmal zurück und dann Rotholz wieder zurück. Bitteschön. Supi, danke schön. Finde ich aber ganz gut, dass das wirklich auch in eine Kiste reintut, ne? Immer wieder. Ja. Also hat keiner von euch. Wo kriege ich denn das her? Was denn? Die raue Tierhaut. Raue Tierhaut? Ach, der raue Tierhaut habe ich. Raue grobe Tierhaut zu einer rauen Tierhaut? Kann man die verarbeiten? Nein. Nee, du brauchst was Spezielles. Wie viel habe ich denn? Pflanzmaterialien, raue Tierhaut. Ach, ich habe raue. Von was habe ich denn raue Tierhaut bekommen? Ich weiß es nicht, wo ich das auch herbekommen habe. Was habe ich denn? Was habe ich überhaupt drin? Bärenfell. Raue Tierhaut. 2 Stück habe ich drin. Raue 2. Tierhaut. Ich brauche, glaube ich, mehr sogar. Ich muss mal gucken, wie viel ich wirklich brauche. Ich glaube, ich brauche 4, glaube ich, waren das. Ich gucke nochmal. Eine kann ich machen. Ich brauche 2. Ja. Kannst du schon mal 2-mal haben. Raue Tierhaut zu einem rauen Leder. Oh, warte. Ah, ich habe es jetzt im Metall gelegt. Strumpf. So, bitte. Oh, cool. Jetzt pass auf, jetzt mache ich das so. Jetzt kann ich das hinstellen. Ich guck mal, ob ich was noch machen kann. Habe ich noch was? Okay, ich habe es mit dem rauen Tierhaut habe ich raues Leder hergestellt. Mit rauem Leder habe ich raue Lederstreifen hergestellt. Und jetzt könnte... Was brauchst du? Grobe Tierhaut? Oder raue? Nee, raue hast du gesagt. Raue, das dunkle. Dunkelbraun. Stimmt. Okay, ich glaube, ich schaffe es jetzt. Achso, jetzt habe ich wieder kein Holz. Gerade weggelegt. Wie viel brauchst du? Ich habe Holz genug. Ich habe noch genug Holz. Okay. Ich habe das nur gerade in dem Moment weggelegt. So, jetzt kann ich ja wirklich bauen. Trommelwirbel. Jetzt muss ich nicht das Falsche bauen. Ich brauche wirklich Stelle einen mechanischen Bohrer her. Mechanischer Bohrer, okay. Schade, dass ich den nicht selber malen kann. Ach, den kann ich wirklich selber malen. Nice. You cool. Okay, dann Dex ist beschäftigt. Das ist ja geil, aber das Zahnradsystem, was es hier so gibt, das kannst du auch selber malen. Das ist ja cool. Oh Gott, wie... Oh Gott. Ja, ich mach das natürlich ein bisschen netter. Ich male eine Butterblume als Zahnrad. Butterblümchen. Aber du konntest doch auch irgendwas, wofür brauchtest du das doch? Zu einer Verzauberung, glaube ich, ne? Prototyp Roboterauge? Dex? Wo ist er denn? Scheiße. Da.
fleißig am Zeichnen. Okay. Geht das nicht? Achso. Sorry, was meinst du? Nichts. Wenn du gleich fertig bist, sag mal Bescheid. Na, nicht zittern. Beim Malen meinst du? Ja. Du weißt nicht, wie ich male. Ich bin mal gespannt, wie es aussieht. Besteste. Ein Meisterwerk. Ein italienisches Meisterwerk. Ja. Eventuell. Leonardo da Vinci. Ich glaube, der wird sich im Kreis im Grab umdrehen. Dreimal. Wieso machst du das nicht mehr zu? Was? Ich verstehe es nicht. Manchmal macht er das zu. Und bist vielleicht außerhalb des Malbereichs. Verstehe ich nicht. Ich habe dies, ich habe das, ich habe jenes. So. Komm, jetzt gehe ich mal auf Jagd. Bin mal gespannt. Echt nicht. Ach, leck mich doch. Der Bohrer. Achso, das habe ich, da habe ich eine coole Idee. Was hat es getan? Nix. Was hat's? Also mich hat's eben rausgeschmissen. Hier rausgeschmissen. Aus dem Game. Nein, ich musste neu starten, weil ich konnte keinen Baum abarbeiten. Nee. Das ist so. Das war der Griff. Nee, der Griff sollte nicht so sein. Sorry, der Griff sollte natürlich... Na, da bin ich ja mal gespannt, was du da gleich gebaut hast. Oh, glaub mir, was ich da gerade mache, das will kein Mensch haben. Der Bohrer ist so geil. Okay, ja, da. Jawohl. Feld. Holst du denn etwa meine Bäume ab? Na sicher. Geh weg. Gar nicht. Ich verstehe das System nicht, mich manchmal beschneiden, dass er das nicht schneidet, so wie ich das möchte. Dass er gar irgendwie. Rehe geben grobe Tierhaut. Ja.
Bär. Ich glaube, du musst dir einen Bär dafür holen. Ja, krieg ich ein Bärenfell. Nee, da kriegst du ein Bärenfell. Ich weiß gar nicht mal, ich habe nicht drauf geachtet. Die manchmal kriegst du aber auch mehr. Vielleicht eine Schildkröte? Das kann auch so gut sein. Oder vielleicht eins von den ganz neuen Dinos da, wie heißt das, die wir jetzt gesehen haben. Meinst du vielleicht der Taurosaurus oder was das war? Triceratops oder wie der andere hieß, ja genau. Das kann natürlich sein, von denen habe ich noch nicht irgendeinen umgebracht. Ist gleich hier um die Ecke. Hammer süß. So. Ja, hab die Quest geschafft. Yes, ich bin stolz wie Holz. Jetzt will ich das Ding mal in die Hand nehmen. Grobe. Jetzt muss ich gucken gehen. Ob er seinen Bohrer. Ne. Hallo. Ob er seinen Bohrer auch in die Hand nehmen kann. Ja, ich bin gerade an mir vorbeigelaufen. Hä? So. Ach, da war er. Pass auf, soll ich stehen? Wenn ich nach oben gucke, siehst du das dann? Ja. Jetzt komme ich mal. Was hat das? Nein, ich mache jetzt kein Bild von der Seite. Das ist geil. Es ist vielleicht etwas un. Es muss unbedingt diese Bohrerform sein. Ja. Es ist ein Nasenbohrer, würde ich sagen. Es ist ein Nasenbohrer. Aus Gold. Vor allen Dingen hast du wieder keinen Kopf bei mir. Gold, der Nasenbohrer. Das Problem, weiß, ich habe keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Also ich werde das jetzt mal ganz kurz testen gehen. Eddie Skelly. Da muss ich mitlaufen. Rüttel. Wie geil! Ja. Aber es ist langsam, echt. Also, was heißt lang? Es macht nicht viel, ne? Wir gehen mal mit Rechtsklick durch. Jetzt, okay. Ja. Okay, das ist das, was die Spitzhacke macht, nur im. Huch, wo ist ich nur hingesehen? Ein Viertel oder so von der Zeit. So. Krass, ey. Okay. Geht aber kaputt? Cool. Oder geht aber auch kaputt. Ja, sicher. Bam. Cooler Shit. Mit meinem Stinkefingerbohrer. Nicht in die Nase stecken. Ich geh mal popeln, kann ich jetzt sagen. Ich will hier raus. Ich hab keine Nase. Wer frech wird, der wird gepopelt. Schnell weg, bevor es damit anfasst. Okay, was wäre meine nächste Quest? Ach, warte mal, ich kriege jetzt, durch die Quest kriege ich ja wieder eine Belohnung. Und was kriege ich? Gold. Cool. Ich kriege was ist das denn? Ich kriege eine Goldmotorsäge. Oh, cool. Das ist ja fett. Du hast jetzt die Motorsäge geschenkt bekommen. Ich habe das nur geschenkt. Guck mal. Scheiße. Ich bin hochoffiziell neidisch. Guck mal. Ja, die ist auch richtig designt. Wo seid ihr? Ich bin gerade im Obergeschoss und mache gerade meine Wandfackel-Quest. Da ist sie. Ich sehe ihn doch. Wo bist denn du? Nein. Warte. Sind wir mal Baumfällen gehen? Ja, komm. Wo warst du gerade Baumfällen? Ich folge. Ich bin auch Kirschholz gerade am Einsammeln. Achso, dann reiß mal bitte den Kirschbaum ab und ich will mal gucken, was du dafür bekommst und wenn ich das mit diesem Kreisbohrersägen-Dingsbums-Zerstörer bekomme. Gucken. Mhm. Also musst du mir direkt den Baum auf den Kopf schmeißen, ne? Na, sicher, war gezielt. So, Kirschholz, bla bla bla, was haben wir? 7 Kirschholz. 7? So viel? 7 Kirschholz. Das war aber echt viel. Okay, dann gehe ich nochmal ganz kurz zu dem jetzt hier. Aber ist auch Eisen. Eisenaxt. Du hast eine Eisenaxt gemacht, ach so. Ich habe mir eine Eisenaxt gemacht. Jetzt, pass auf. Ach nee, das ist nicht das Teil. Was nee, das? Tu mal Erde, das ist eine Schaufler. Das ist der Bagger. Das ist der Bagger aus Gold. Ne, der geht mal fix. Tschüss, ne? Gegner kommt, bist du weg. Wie ist das denn? Das ist ja geil. Ja, cooler Scheiß. Nicer Sputz. Nicer Sputz.
Kann man den auch da mit begab. Ich bagger den mal an. Anbaggern? Ich kann den sogar mit dem Bagger schlagen. Aber das mache ich glaube ich nicht, der geht sonst kaputt. Okay. Du hast den Hirsch eingebaggert? Hm. Guck mal, ich bin jetzt voll. Okay. Ich bin der Bodo mit dem Bagger und der baggert noch. Okay. Ich will das jetzt nicht gerne hier zeigen, weil sonst mache ich hier wieder alles kaputt. Das sieht so, eigentlich so schön hier aus. Löcher. Mhm. Okay, okay, Leute, wir machen mal Folgendes. Cool. Ich mache mal für diese Folge schon mal Schluss. Wir haben ja diese. Also ich habe die Quest geschafft. Ich habe ja noch Gold genug. Ihr könnt noch gerne was haben. Ja. Dann okay, könnt ihr die Quest wenigstens auch noch abschließen und kriegt automatisch den Bagger mit dazu. Als Geschenk. Und dann machen wir die drei von der Baggerstelle. Richtig. Jetzt bestellen Sie. Bestellen Sie bei Cardlife, Amazon. Sie kriegen. Und wenn Sie jetzt bestellen, bekommen Sie. Sie kriegen alles in Pappe eingepackt. Ein Premium-Gnom gratis dazu. Ja. Warum ich? Noch, Sie haben noch 20 Minuten Zeit. Drücken Sie jetzt auf die Pappe-Bestellung. Okay. Ja. Dann bis zur nächsten Folge und tschüss. Komm her, Baby. Komm her, Baby.